Mit dem neu errichteten Betrieb an der Salzburger Alpenstraße kehrt die Sportwagenmarke an ihren Ursprung zurück. Hier an diesem Standort sind die ersten 356 Cabrios gebaut worden, bevor das Unternehmen 1950 nach Stuttgart übersiedelt ist. Und damit ist es für uns ein ganz besonderer Platz. Und auch der erste 917er, der Le Mans gewonnen hat, wurde von Porsche Salzburg, also von hier aus, eingesetzt. Für Servicearbeiten steht nun eine neue Werkstatt mit 1400 Quadratmeter zur Verfügung. Der neu errichtete Schauraum umfasst exakt 911 Quadratmeter. Ja, da muss man sagen, wir haben ja sehr lange gearbeitet daran, dass wir dieses Projekt hier überhaupt investieren und realisieren konnten. Und es hat ja über 10 Jahre gedauert, bis wir hier dann tatsächlich gebaut haben. Und wir sind natürlich sehr froh, dass wir jetzt dieses schöne Gebäude, in dieses wunderbare Ambiente mit so vielen netten Gästen und Kunden, die heute gekommen sind, eröffnen dürfen. Sie selbst sind ein weiblicher Verehrer eines Porsche Panamera. Wie fühlt man sich schon in einem Auto? Jeden Tag, wenn ich in mein Auto steige, freue ich mich. Erstens einmal von der Optik her und zweitens, wie leicht er für mich zu fahren ist. Naja, ich favorisiere den Diesel, ja, insbesondere diesbezüglich, was die medialen Kampagnen betrifft, wo man das mehr oder weniger so schlecht redet. Und was jetzt die Umweltverschmutzung betrifft, finde ich nicht, dass das so beeinträchtigt das Klimaverhältnis. Ja. Auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer zeigt sich begeistert vom neuen Porsche-Zentrum in der Alpenstraße. Salzburg ist Porsche-Land. Hier hat das Unternehmen seinen Ausgangspunkt genommen, ist heute extrem stark, ein ganz wichtiger Partner und ein wichtiges Unternehmen für uns. Und da ist klar, dass diese Top-Marken wie Porsche, Audi und so weiter auch entsprechende repräsentative Verkaufsräume brauchen. Und das ist hier gelungen. Gott sei Dank. Die Ausstellung 70 Jahre Zeitreise von den Anfängen bis zur Gegenwart zeigte historische und aktuelle Modelle. Hier hat 1948 wirklich ist die Geburtsstunde von Porsche, der Porsche Holding in Österreich. Und die ersten Käfer wurden in Gmünd und dann für ein Jahr hier in Salzburg gebaut. Und das ist schon Emotion, die auch wir 70 Jahre später noch spüren. Besonderes Highlight an diesem Abend, die Enthüllung des neuen Elektro-Porsche Mission E. 600 PS, 500 Kilometer Reichweite und in 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Damit setzt Porsche einen wichtigen ersten Schritt in die Zukunft der Elektromobilität.